Mindestens 115 Tote, mehr als 100 Verletzte, so die grausige Bilanz des Terroranschlags gestern in einem Vorort von Moskau. Und was als vermutlicher ISIS-Anschlag begonnen hat gestern Abend in einer Konzerthalle in einem Vorort, wie gesagt, der russischen Hauptstadt, hat sich mittlerweile zu einem riesigen Politikum entwickelt. Russland beschuldigt die Ukraine, hinter dem grausigen Terror zu stecken und kündigt bereits schwerwiegende Konsequenzen an. Wir wollen uns die Geschehnisse ansehen des gestrigen Abends, auch des heutigen Tages. Mittlerweile gibt es ja auch erste Tatverdächtige, die angeblich auch unter unglaublichem Druck des russischen Geheimdienstes gestanden haben. Wir wollen uns aber erst einmal ansehen, was ist gestern Abend passiert. Und wir fangen an mit Bildern, die tatsächlich extrem schlimm sind. Wir haben die schlimmsten Szenen selbstverständlich gepixelt. Trotzdem sei hier gewarnt, natürlich handelt es sich um grausige Aufnahmen eines Terroranschlages, wahrscheinlich islamistischer Terroristen. Wir fangen also an mit den Szenen gestern Abend, die aufgenommen wurden. Und hier sehen wir bereits, dass wir hier diesen Eingang haben. Das ist die Krokus City Hall. So also dieser Name dieser 6500 Menschen fassenden Halle, wo gestern Abend die russische Band Picnic, eine regimetreue Band, eine Band, die seit 2016 nicht mehr in der Ukraine auftreten darf, weil sie Russlands Krieg in der Ukraine eben verteidigt, wie dieser Eingang hier gestürmt wird von Terroristen. Wir sehen 4 Terroristen hier an der Zahl, alle mit Sturmgewehren, und wir sehen diese wirklich beängstigende, tödliche Kälte und Ruhe, mit der sie vorgehen. Sie erschießen in diesem Moment bereits Leute, die ersten Gäste, die noch draußen gewartet haben, die noch nicht reinkamen. Und wir sehen eben, wie das sozusagen von außen gefilmt wurde. Wir sehen auch hier interessanterweise eben den Eingang und sehen jetzt hier beispielsweise Metalldetektoren. Wir sehen hier Sicherheitsvorkehrungen, die eigentlich aufgebaut wurden. Wir sehen aber keine Sicherheitsbeamten, die die Terroristen hier stoppen. Und das ist natürlich schon einzigartig für ein Land, was sich laut Dmitri Peskow, der hat es auch gestern am gleichen Tag gesagt, im Krieg befindet, im Krieg mit der Ukraine, im Krieg mit dem Westen, dass hier keine Sicherheitspersonal und keine Vorkehrungen getroffen wurden. Wie gesagt, grausige Aufnahmen. Bereits hier draußen wurden zahlreiche Menschen erschossen von den Terroristen. Und wir haben auch eben gesehen, dass einige Verwundete versuchen, sich zu verstecken. Jetzt gehen die Terroristen rein in die Halle, und es war wohl 17.50 Uhr deutscher Zeit, also wenige Minuten bevor das Konzert von Picnic hier beginnen sollte, um 18 Uhr deutscher Zeit. Und wir sehen jetzt hier drinnen, wie die Terroristen eben diese Sicherheitsvorkehrungen, die wir eben gerade gesehen haben, hier also passiert haben, und wie sie sich eben drinnen jetzt weiter bewegen mit ihren Sturmgewehren immer voran und gehen jetzt hier in den Saal hinein. Das ganze Aufnahmen, die jetzt hier von Überlebenden gemacht wurden, die eben auch kurz darauf, nämlich ab 18.16 Uhr deutscher Zeit, in den sozialen Medien verbreitet wurden und hier von russischen Medien aufgenommen wurden. Und während wir hier draußen den Beginn des Massakers sehen, die ersten Morde dieser Terroristen, wollen wir uns jetzt ansehen, wie die Situation drinnen, also im Saal war, wo zu diesem Zeitpunkt bereits mehrere Tausend, wahrscheinlich fast alle der 6.500 Menschen dort Platz genommen hatten. Hier also die Situation. Wir lassen auch einmal den Ton laufen. Im Saal, das heißt in dieser Krokus City Hall, wir sehen eine sehr große Konzerthalle, wo Tausende bereits Platz genommen haben. Und jetzt bricht langsam Unruhe aus. Noch nicht, weil geschossen wird, sondern weil man die Berichte gehört hat. Weil man das Hörensagen gehört hat, irgendwas ist da draußen passiert, irgendwas ist nicht in Ordnung, wir sollten uns in Sicherheit bringen. Auch hier keine Ansagen, keine Sicherheitsbehörden, niemand, der die Menschen schützt, sondern die sind, wie soll man sagen, völlig verdattert. Sie sind nicht vorbereitet auf das, was kommt, und versuchen jetzt hier eben das Weite zu suchen. In dem Moment noch ruhig, aber wir sehen jetzt gleich, beziehungsweise eben hat schon jemand gesagt, Vistrel, das heißt, jemand hat gesagt, es wird geschossen. Noch nicht hier, aber wir haben es gehört. Und jetzt sehen wir gleich, wie die ersten Schüsse eben auch im Konzertsaal fallen und es dann eben dort zu einer Panik kommt, zu einer Massenpanik. Jetzt sehen wir es und hören wir es. Das Ganze wirklich grausige Szenen, die gestern Abend sich zugetragen haben. Mittlerweile die Zahl der Toten wurde immer weiter erhöht. Zuerst hieß es 15, dann 40, dann 93. Aktuell sind es 115. Und jetzt sehen wir aus einer anderen Perspektive auch nochmal den Moment, in dem es losgeht, in dem die Terroristen eben von der Eingangshalle, von der Lobby eben auskommen und genau diese Wege versperren hier den Menschen, die sie nehmen wollten, um rauszukommen, nämlich wieder in Richtung Ausgang. Wir sehen und hören das in dem Moment, wie die Terroristen eben schießen. Und später, nachdem sie das getan haben, haben sie auch Bomben geworfen, zumindest Molotow-Cocktails geworfen. Und auch diese, vermutlich eher
kleinen Sprengsätze, die sie dabei hatten, wir haben es zumindest nicht gesehen, dass sie größere Bomben dabei haben, auch die haben zu einer absoluten Katastrophe geführt, nämlich sie haben die gesamte Cocos City Hall in Brand gesteckt und dieses gesamte Gebäude ist dann abgebrannt und ist dann auch eingestürzt im Laufe der Nacht. Das große Dach, was wir hier noch sehen, ist im Laufe der Nacht dann in sich zusammengestürzt. Wir schauen uns das erst nochmal von außen an, wie das kurz danach aussah. Das also Aufnahmen von etwa 2 Stunden nach dem Beginn des Angriffs und wir sehen jetzt hier wirklich dieses massive Feuer, was dort flackert und wir sehen, dass die Menschen ja nur noch von außen zusehen können. Natürlich eine sehr komplizierte Situation für die Rettungskräfte. Die Feuerwehrleute konnten erstmal nicht rein, weil natürlich die Spezialkräfte noch beschäftigt waren damit, hier nach Tätern zu suchen und Opfer zu bergen. Interessanterweise, und das schauen wir uns dann gleich an, konnten alle Täter flüchten. Kein einziger wurde, obwohl es sich ja um Moskau handelt und obwohl es sich, wie gesagt, um ein Land handelt, was nach eigener Angabe im Krieg ist, kein einziger Täter wurde hier festgenommen. Kein einzelner Täter wurde überwältigt oder getötet in Moskau. Nein, alle konnten fliehen, trotz dieser grausigen Bilder. Und wir schauen uns das Ganze kurz auf der Karte an, um zu verstehen, wo sind wir hier eigentlich. Und wie gesagt, Krasnogorsk, ein Vorort von Moskau. Eben, ja, wir haben hier einmal den Bezirk und dann einmal die Stadt an sich. Der ist direkt westlich des Zentrums von Moskau, wo der gelegen ist. Und dort eben hat sich dieser Angriff gestern zugetragen. Und wir hatten es am Anfang schon gesagt, ISIS hat sich gestern relativ schnell bekannt, hat gesagt, hier wurden Christen getötet, ihre Leute seien das gewesen. Wir wissen auch, oder wir hören zumindest von russischen Quellen, dass es sich um Tadschiken gehandelt haben soll. Was auch interessant ist, weil Tadschiken in letzter Zeit auch bei vereitelten Angriffen in Deutschland eben eine Rolle gespielt haben, die für ISIS eben, beziehungsweise deren lokalen Ableger dort im Einsatz waren. Und obwohl die Russen sagen, es geht um ISIS und es geht, beziehungsweise es geht um Tadschiken, wird eben auch gesagt, und zwar gestern Abend schon, die Ukraine sei dafür verantwortlich. Wir schauen uns erst einmal gefälschte Beweise an, die gestern Abend verbreitet wurden in russischen Medien. Wir sehen hier einen weißen Kleinbus, angeblich der Kleinbus, mit dem die Terroristen gekommen sind. Und wir schauen uns das jetzt mal an, wie hier gezoomt wird und wie hier aber interessanterweise, und das muss man sich tatsächlich mal ansehen, wir sehen hier das Nummernschild und der linke Teil des Nummernschildes, nämlich dort, wo man die Flagge sehen müsste, dieser Teil wird gepixelt aus irgendwelchen Gründen. Wir haben also rechts die Zahlen, die kann man sehen, aber links die Flagge, also den Teil, hier sieht man es nochmal, den Teil, wo man eben erkennen würde, von wo dieses Fahrzeug kommt, der ist gepixelt, auch auf anderen Fotos. Und das ist schon ganz interessant, denn es wurde behauptet, es handelt sich hierbei, jetzt sehen wir es, es handelt sich hierbei um ein ukrainisches Fahrzeug, um ein Fahrzeug aus der Ukraine, mit dem irgendjemand direkt nach Moskau reinfährt, das sieht man schon am Nummernschild, wurde gesagt, und hier einen Terroranschlag begeht. Und jetzt sehen wir uns das Ganze aber mal genau an und sehen, dass es sich hier, und das wurde gestern schon analysiert, eben um ein Nummernschild aus Belarus handelt. Das heißt, diese Kombination eben von Ziffern und von Ziffern und von Buchstaben ist eben typisch für Belarus und nicht für die Ukraine. Es gibt kein einziges ukrainisches Nummernschild, was in der Art aufgebaut ist, wie es hier genannt wurde. Auch hätte man wahrscheinlich, wenn man das links nicht gepixelt hätte, hätte man wahrscheinlich auch die belarussische Flagge erkannt auf diesem Schild. Wir sehen sie auf der linken Seite. Das wurde aber absichtlich gemacht, dass es eben weggepixelt wurde. Genau dieser Teil des Nummernschildes, der eben dazu zu benutzen wäre. Gestern Abend ebenfalls hat dieser Mann, nämlich Dmitri Medvedev, der ist ein wichtiges Mitglied des russischen Sicherheitsrates, ein sehr einflussreicher Putin-Freund und wir wissen ja auch ehemaliger Präsident Russlands. Dieser Mann hat gestern Abend bereits bei Telegram geschrieben, und ich lese das mal vor, wenn sich herausstellt, dass es sich dabei um Terroristen des Kiewer Regimes handelt, ist es unmöglich, mit ihnen und ihren ideologischen Inspiratoren anders umzugehen. Also anders, als die Terroristen es in Moskau gemacht haben. Sie alle müssen gefunden und als Terroristen gnadenlos vernichtet werden. Einschließlich der Beamten des Staates, der diese Gräueltaten begangen hat. Tod für Tod steht darunter. Das heißt, schon gestern Abend hat man eben die Ukraine verantwortlich gemacht, hat das in die Richtung geschoben und heute dann die endgültige Bestätigung, wenn man so möchte, des russischen Geheimdienstes, das darf natürlich nicht vergessen, das ist der russische Geheimdienst, der heute die Staatsmedien in erster Linie TASS gebrieft hat und gesagt hat, wir wissen, dass die Terroristen auf dem Weg waren in die Ukraine, dass sie auf der ukrainischen Seite Kontakte hatten und dass das Ganze von dort geplant wurde. Nämlich, warum die Terroristen, die mutmaßlichen Terroristen, wurden hier erst im Foto gezeigt, wurden dann auch in der Region Bryansk, kurz vor der Grenze zur Ukraine, festgehalten
und wurden dann eben dort, wir sehen das auch gleich, verhört und haben dort auch teilweise gestanden. Das sind jetzt ganz aktuelle Aufnahmen, die haben wir jetzt hier noch nicht drin, aber haben gestanden, dass sie wohl Geld bekommen haben sollen, um diesen Anschlag auszuführen. Sie seien angeblich so das Geständnis, nochmal ein Geständnis, was unter dem Fuß, unter dem Stiefel eines russischen Geheimdienstoffiziers dort herausgepresst wurde. Aber nichtsdestotrotz, sie haben gestanden, dass sie eben aus der Türkei angeworben wurden, für etwa $5,000 eben dahin zu fahren nach Moskau am 4. März sollen sie angekommen sein. Und dann haben sie eben diesen Anschlag begangen. Das Ganze eben Behauptungen der Russen. Und diese Behauptungen werden eben damit ja untermauert von russischer Seite, während wir hier noch eine Waffe sehen, die dabei gehabt haben sollen, dass diese Terroristen eben ja offenbar nicht in Moskau geschnappt wurden, sondern in Richtung Ukraine sich angeblich bewegt haben, in Bryansk kurz vor der Grenze dann aufgehalten wurden. Und man muss sich das vorstellen, die Story, die die russischen Behörden, die der russische Geheimdienst, und wir wissen alle, Putin ist nicht nur Präsident, sondern auch der geheime, der inoffizielle Chef des russischen Geheimdienstes, er ist ja selbst FSB-Agent und KGB-Agent einmal gewesen, dass die Story, die aktuell verbreitet wird, tatsächlich ist, die Terroristen wollten über die russisch-ukrainische Grenze, über eine von beiden Seiten mit hunderttausenden Soldaten gehaltene Front, und wollten sich in die Ukraine absetzen, um dort ihre Führungsoffiziere zu treffen. Also wirklich abenteuerliche Geschichten, die der Kreml hier verbreitet. Aber ganz egal, wie abenteuerlich die sind, wir wissen und wir sehen jetzt schon, Putin hat noch nicht gesprochen, muss man dazu sagen, wir sehen jetzt schon, dass Russland den Westen und vor allem die Ukraine für dieses Massaker verantwortlich macht. Russland, was gestern am gleichen Tag gesagt hat, wir sind jetzt im Krieg. Herr Peskow hat gesagt, jeder muss hier seine innere Mobilmachung durchführen. Und viele befürchten, dass jetzt eben eine weitere tatsächliche Mobilmachung und ein echter Kriegszustand in Russland folgen, die eben zur Folge hätten, dass der Kreml so zumindest die Befürchtung noch brutaler und noch schonungsloser gegen die Ukraine vorgeht. Das Ganze eben gerechtfertigt mit dem Massenmord an unschuldigen Zivilisten in Moskau, der sich gestern Abend ereignet hat. Und die nächsten Stunden werden zeigen, wie ernst ist Russland, wie ernst ist der FSB, der Inlandsgeheimdienst, eben mit diesen Anschuldigungen meint, dass angeblich die Ukraine hinter all dem steckt.